Kollege Klaus Ernst für die Fraktion Die Linke. Morgen, Herr Kolff. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Präsident, wiederholt diskutieren wir den Mindestlohn auch hier im Deutschen Bundestag. Zuerst zu den Fakten. In der feinkeramischen Industrie haben wir zurzeit Tariflöhne von 8,95 Euro, in der Kunststoffindustrie 8,18 Euro, im Einzelhandel in NRW 7,73 Euro. Und jetzt kommen wir mal weiter nach unten, bei der Steine- und Erdenindustrie in Thüringen 6,83 Euro, im Bewachungsgewerbe in Berlin 5,50 Euro und im Friseurhandwerk in Sachsen 3,06 Euro. Das ist die Realität, wie sich Leistung in diesem Lande lohnt. Und ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, und Sie von der FDP wissen das wohl am besten, für dieses Geld würden Sie morgen das Augenlid gar nicht heben. Meine Damen und Herren, der Niedriglohnsektor in unserem Land hat inzwischen Ausmaße angenommen, die unerträglich sind. 1,2 Millionen Menschen, 4% der Beschäftigten, arbeiten für Löhne unter 5 Euro. Unter 6 Euro arbeiten 2,2 Millionen, unter 7 Euro 3,7 Millionen und unter 8 Euro 5,1 Millionen Menschen. Jetzt kann man natürlich sagen, das hat sich zufällig entwickelt. Dem ist nicht so. Ich erinnere an das, was unser Ex-Kanzler Schröder gesagt hat. Er hat nämlich gesagt im Februar 1999 nach seinem Amtsantritt, ich zitiere wörtlich, wir müssen einen Niedriglohnsektor schaffen, Zitat Ende. Und er hat im Jahr 2005 in Davos gesagt, Zitat, wir haben unseren Arbeitsmarkt liberalisiert, wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es Europa gibt. Das stimmt, meine Damen und Herren, wir haben mit der Politik von Rot-Grün tatsächlich eine Ausweitung des Niedriglohns erreicht. Das hängt auch mit den Hartz-Gesetzen zusammen. Meine Damen und Herren, der Niedriglohnsektor hat inzwischen auch Ausmaße erreicht, die sich deutlich erhöht haben von dem, was wir 1995 hatten. Wenn man das Jahr 1995 sieht, waren 29,3% der unter 25-Jährigen im Niedriglohnbereich. Inzwischen sind es bei den unter 25-Jährigen 46,9%, also fast die Hälfte der Beschäftigten. Ich weiß nicht, warum brüllen Sie denn so rum? Wir sind doch nicht im Bierzelt. Meine Damen und Herren, Leistung soll sich lohnen. Ich frage, für wen? Leistung für die Erben, die Sie durch Ihre Gesetze vor einer besonderen Steuer sozusagen bewahren wollen. Leistung von den Hoteliers, die Sie von der Mehrwertsteuer zur Hälfte entlasten. Oder geht es um die Leistung für Steuerhinterzieher? Herr Kolb, weil sich die FDP ja ganz besonders darum bemüht, dass die entsprechenden Daten nicht in den Besitz des Staates gelangen. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, und das ist das Traurige an dieser ganzen Sache, Ihr Chef, Herr Westerwelle, Herr Kolb, kann nicht rechnen. Er hat gesagt in der Welt vom 11. Februar, ich zitiere, wer kellnert, verheiratet ist und zwei Kinder hat, bekommt im Schnitt 109 Euro weniger im Monat, als wenn er oder sie Hartz IV bezöge, Zitat Ende. Jetzt liegen die Berechnungen vor. Und dankenswerterweise hat das Bundesarbeitsministerium auch gerechnet. Und die kommen zum Ergebnis, dass einer, der arbeitet, immer mehr hat als einer, der nicht arbeitet. Also erstens hat Herr Westerwelle vom Tenor, Herr Kolb, einfach nicht die Wahrheit gesagt. Und wenn man ausrechnet, wie viel das diese Kellnerin wirklich bekommt, Herr Kolb, dann kommen wir auf 345 Euro mehr, wenn sie arbeitet, als wenn sie nicht arbeitet. Also zwischen Wahrheit und Realität liegen insgesamt 474 Euro bei Herrn Westerwelle. Herr Kolb, wir können von Glück sagen, als Bundesrepublik Deutschland, dass Herr Westerwelle Außenminister ist und nicht Finanzminister. Bei diesen Rechenkunststücken wäre er bei Geografie genauso schlecht wie in Mathematik.
und würde selber fliegen bei seinen Auslandsreisen, dann käme der in Uganda an, wenn er bei New York rauskommen will, meine Damen und Herren. Und das ist das Problem, was wir haben, wenn Sie rechnen. Das Ziel dieser Debatte ist natürlich ein anderes. Das Ziel ist, dass wir die arbeiten, gegen die ausspielt, die nicht arbeiten und letztendlich mit einer Parole durch die Gegend saust, die die Menschen diskriminiert. Meine Damen und Herren, was macht die Bundesregierung? Die Bundesregierung fabuliert in ihrer Koalitionsvereinbarung von sittenwidrigen Löhnen, die sie angeblich abschaffen will oder die sie einführen will, um letztendlich eine Untergrenze beim Lohn zu erreichen. Und dann ist es wichtig, sich anzusehen, was das real bedeuten würde, wenn wir sittenwidrige Löhne hätten. Es würde bedeuten, ich mache es nur an einem Beispiel. Herr Weiß, wenn Sie es wenigstens wissen würden, aber Sie wissen es nicht, Sie heißen nur so. Herr Weiß, das Problem ist, wenn eine Friseurin oder ein Friseur 3 € jetzt verdient und sittenwidrige Löhne würde bedeuten, dass 30% unterhalb des bezahlten Branchenlohns dann die Grenze ist, dann würde es bedeuten, dass diese Friseurin oder der Friseur mit 3 € künftig 2 € verdienen darf. Und das ist ihre Untergrenze. Das, was Sie machen, ist staatliche Aufforderung zum Lohndumping. Und das geht nicht, Herr Weiß. Das mit aller Klarheit. Meine Damen und Herren, Ihre Vorschläge gehen alle also eindeutig ins Leere. Und im Übrigen, Ihre Argumente, die Sie immer bringen, dass es so wäre, dass mit der Einführung des Mindestlohns dann tatsächlich Arbeitsplätze abgebaut würden. Wir haben folgende Situation, meine Damen und Herren. Wir haben die Situation, dass in Großbritannien, wo es einen Mindestlohn gibt, die Arbeitslosenquote bei Geringqualifizierten bei 4,8% liegt. In Großbritannien auch mit Mindestlohn 5,7%. In Schweden mit Mindestlohn 7,3%. Dort ist er tariflich. Selbst in den USA, wo es einen Mindestlohn gibt, ist die Arbeitslosenquote bei Geringqualifizierten 8,3%. Bei uns in Deutschland ist sie ohne Mindestlohn bei 19,9%. Ich weiß nicht, wo Sie die Weisheit herhaben, Herr Weiß, zu sagen, dass wenn wir den Mindestlohn einführen würden, würde das zu einer Mehr an Arbeitslosigkeit in diesem Bereich führen. Nicht belegt durch keine Studie. Jede Studie sagt Ihnen was anderes. Jede Studie. Meine Damen und Herren, deshalb bleiben wir dabei und halten es für dringend notwendig, dass wir eine Grenze des Lohnes als Untergrenze einführen. Wir sagen in dieser Legislaturperiode 10 €. Wir sehen, dass in anderen Ländern, die nicht über eine Forderung diskutieren, sondern sozusagen über die Realität diskutieren können, wir inzwischen bei real existierenden Stundenlöhne sind, die nah an unsere Forderung herankommen. Vielleicht nehmen Sie nicht zur Kenntnis, in Luxemburg ist der Mindestlohn zurzeit 9,73 €. In Frankreich 8,86 €, übrigens erhöht worden 2010 um 1,7%, in Luxemburg erhöht worden um 2,5%. Wir haben in Irland einen Mindestlohn von 8,65 €, wir haben in den Niederlanden einen Mindestlohn von 8,64 €, in Belgien 8,41 €. Ich weiß nicht, warum Sie von der CSU und von der CDU und von der FDP eigentlich glauben, das alles ganz anders machen zu können wie in Europa, wo wir gleichzeitig wissen, dass wir inzwischen Geschäftsmodelle finanzieren, Herr Weiß, wie bei der PIN AG, die darauf hinauslaufen, dass der Steuerzahler die Löhne für eine ganze Branche finanzieren muss und finanzieren soll, weil in dieser jeweiligen Branche durch das Nichtvorhandensein von Mindestlöhnen die Löhne immer nach unten abrutschen. Das Urteil, das wir haben bei der PIN AG, hat sofort dazu geführt, dass die Löhne abgesenkt wurden. Und letztendlich wird das Nichtvorhandensein des Mindestlohns auch in der gesamten Branche, auch in denen, wo es momentan noch Tarifverträge gibt, dazu führen, dass der Lohn real abgesenkt wird. Meine Damen und Herren, das kann nicht unser Ziel sein. Wir sind nicht vereidigt, Sie sind als Regierung nicht vereidigt. Da sind ja heute ganz viele da, ist ja ganz gewaltig bei diesem Thema. Offensichtlich interessiert es nicht sehr viele in der Bundesregierung. Aber das verstehe ich auch, deren Löhne sind ja deutlich über Mindestlohn. Ich kann nur sagen, meine Damen und Herren, wenn wir uns dieses Problems nicht annehmen, und wenn wir nicht dazu kommen, dort eine Grenze einzuführen, dann führt es dazu, dass sich die Menschen zunehmend fragen, in welchem Interesse eigentlich dieser Bundestag Politik macht. Im Interesse derer, die von niedrigen Löhnen tatsächlich profitieren, oder im Interesse der Menschen, die einen Mindestlohn brauchen. Ich danke fürs Zuhören.